Drei Chinesen mit nem Tütchen Gras saßen in der Wohnung und rauchten etwas. Da kam die Polizei, ja was ist denn das? Drei Chinesen mit nem Tütchen Gras. Ein grauer Betonklotz am Rande der Großstadt. Ich meine ein Zuhause, das für niemanden Trost hat. Dies ist die Heimat von drei Asiaten. Sie erwarten ihren Paten, denn sie haben ihn verraten. Sie sind Todeskandidaten und gesucht in allen Staaten. Sitzen um den Tisch herum und spielen Karten. Quarzen etwas Schwarzen, gemischt mit etwas grünem Gras. Scheißen auf die ganze Welt und haben daran Spaß. Sie schmieden einen Plan und das schon seit Jahren. Um Stoff zu importieren von Taiwan nach Japan. Doch im Kampf gegen die Yakuza wären sie sicherlich die Loser. Denn da gibt's ne Menge Dealer, aber nur sehr wenig User. Die Diskussion wird unterbrochen, aus dem Fenster fliegt das Peace. Es ist unsere Police. Drei Chinesen mit nem Tütchen Gras saßen in der Wohnung und rauchten etwas. Da kam die Polizei, ja was ist denn das? Drei Chinesen mit nem Tütchen Gras. Drei Chinesen mit nem Tütchen Gras saßen in der Wohnung und rauchten etwas. Da kam die Polizei, ja was ist denn das? Drei Chinesen mit nem Tütchen Gras. Hey, aufwachen! Alles läuft durcheinander und dann bei drei. Ab durchs Fenster, hinunter auf die Straße. Über den Platz und schnell in die erste dunkle Gasse. Sie überprüfen eilig ihre Taschen. Beseitigen Beweise für den Fall, dass sie sie fassen. Die Gasse öffnet sich vor ihnen, eine Festparade. Sie nutzen die Menschenmasse als Tarnung und Fassade. Lassen sich treiben durch den starken Drang, den sie spüren. Bis die Polizisten sie aus den Augen verlieren. Mit einem Sprung hechten sie in eine Wäscherei. Schritten nach hinten, schreien, schnelle Türen ins Freie. Hinaus in den Hof, über eine Mauer, auf die Dächer der Stadt, ein Helikopter auf der Lauer. Aus Atem versuchen sie sich zu retten, doch dunkle Gestalten warten an allen Ecken. Drei Chinesen mit nem Tütchen Gras saßen in der Wohnung und rauchten etwas. Da kam die Polizei, ja was ist denn das? Drei Chinesen mit nem Tütchen Gras. Drei Chinesen mit nem Tütchen Gras saßen in der Wohnung und rauchten etwas. Da kam die Polizei, ja was ist denn das? Drei Chinesen mit nem Tütchen Gras. Drei Chinesen, drei verschiedene verwegene Kollegen auf Abwegen ohne Buddhas Segen. Von den Triaden umgeben, aus der Mitte tritt ein gut gebauter Mann. Grad eingeschifft aus Vietnam, der angeblich jeden schlagen kann. Mit noch mehr Stil als Menschen in Peking. Kickboxer im Ring, direkt aus Sing Sing. Und kämpfen ist sein Ding, wir nutzen unser Ski zum Tai Chi. Verteilen Tritte wie Bruce Lee und Jet Li. Unsere Füße gleiten wie Jetski. Wir flüchten durch Gassen über Dächer. Stehlen Wein, verschütten nichts aus unseren Bechern. Vor uns dann drei junge Frauen mit tödlichen Fächern. Scharf wie Rasiermesser, alles wegen etwas Gras. Gönnt uns keiner hier was Spaß. Schweinfeuer wie chinesische Drachen aus unseren Rachen. Die Augen funkeln, flüchten im Dunkeln über Dschungeln. Raus aus Hongkong zu meinem Cousin Wong auf Kowloon. Er handelt dort mit Fox und Opium. Dann hinter uns Sirenen, für uns ist die Polizei ein Segen. Sehen, wie sich die Wagen mit Blaulicht auf die Gangster zu bewegen. Schlecht gelaufen für Gesetz und Verbrechen. Werden uns rächen, drei Chinesen kommen wieder und das ist ein Versprechen. Drei Chinesen mit nem Tütchen Gras saßen in der Wohnung und rauchten etwas. Da kam die Polizei, ja was ist denn das? Drei Chinesen mit nem Tütchen Gras. Drei Chinesen mit nem Tütchen Gras saßen in der Wohnung und rauchten etwas. Da kam die Polizei, ja was ist denn das? Drei Chinesen mit